Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Cizo, hätte ich jetzt beinahe gesagt, zu Outward. Wir können uns ein bisschen entspannen, Leute, denn wir haben zumindest für jetzt unseren Blutpreis, oder wie auch immer die Scheiße heißt, den Preis, der unserer Blutlinie auferlegt wurde, ja, getilgt, indem wir einfach so einen Spasti vom Strand geholt haben. Und jetzt, ja, sollen wir mal mit unseren Freunden reden, die anscheinend uns verlassen werden. Schätze, jetzt heißt es Lebewohl. Ich gehe, um mich der heiligen Mission anzuschließen. Und ich schaue nicht zurück. Ist was vorgefallen? Du wirkst so mürrig. Mutter und ich hatten ein Gespräch. Und nichts von dem, was ich gehört habe, hat mir gefallen. Risa hat ein paar Dinge getan, mit denen ich nicht einverstanden bin. Ich kann nicht darüber sprechen. Sie möchte, dass ich in ihre Fußstapfen trete, aber ich kann das einfach nicht. Ich habe schon nicht den Wunsch, Kammerlady zu werden, und was sie mir erzählt hat, ich weigere mich, ein Teil davon zu sein. Na schön, hör zu. Wir werden uns vermutlich nicht wiedersehen, Gorn. Es sei denn natürlich, du möchtest dich mir anschließen. Jemanden an meiner Seite zu haben, dem ich vertraue, wäre ein beruhigendes Gefühl. Ich denke darüber nach. Ausgezeichnet. Es freut mich. Wäre schön, dich bei mir zu haben. Die heilige Mission ist mehr, als nur unter einem manifestierten Gott zu dienen. Es geht auch darum, anderen zu helfen, unabhängig von Stamm oder Familie. Übe dich in Selbstdisziplin und Beherrschung. Okay. Erstens, beschütze diejenigen, die in Not sind. Zweitens, übe dich in Selbstdisziplin und Beherrschung. Und drittens, sei immer darauf bedacht, besser zu werden, damit du anderen noch mehr helfen kannst, ebenfalls besser zu werden und einander zu helfen. Das ist der blödeste Satz, den ich jemals gehört habe. Das sind Werte, für die es sich zu leben lohnt. Außerdem, wenn du dich der heiligen Mission anschließt und deine Blutlinie aufgibst, würden auch die Zahlungen für deinen Blutpreis entfallen. Das habe ich schon. Easy peasy, es wäre der sprichwörtliche reine Tisch. Wenn du dich uns anschließen willst, such mich in Monsun, in den heiligen Sümpfen auf. Den Weg, den du Richtung Sümpfe nehmen musst, findest du im Osten der Halbinsel. Wenn du die Sümpfe erreichst, folge dem Pilgerweg. Der Spur der Sonnensäulen in Richtung des Lichtstrahls, der über den Monsun scheint. Was? Ich hab gar nichts verstanden, Alter. Was kann ich für dich tun? In Ordnung. Ich will dir hier den ganzen Schrott verkaufen, den ich brauche. Das war's schon, mehr kann ich nicht verkaufen, oder was? Mein 93 Gold haben wir. Gold sage ich schon. Silber. Das ist ja hier Silber. Das haben sie 100 Pro gemacht, um alle zu verwirren, weil es sonst in jedem Spiel ist es Gold. Aber hier ist es Silber. Oh, das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Das sieht echt schön aus. Hey, Isan. Du hast wohl schon davon gehört. Willst du deinen alten Freund verabschieden? Mir gehört ein kleines Fischerboot. Und bei Elad, ich werde mich damit absetzen. Ich werde mich damit ins heldenhafte Königreich Levat absetzen und nie wieder einen Fuß in diese Stadt setzen. Das heldenhafte Königreich glaubt an den Fortschritt für eine bessere Welt. Hör mal. Es ist ein Ort, an dem man tun kann, wozu man auserkoren ist, ohne Rechenschaft gegenüber unterdrückerischen Stammesgesetzen und den Untaten der eigenen Vorfahren ablegen zu müssen. Erfolg oder Scheitern hängt ganz allein von einem selbst ab. Aber warum so weit weg? In Levant glaubt man daran, dass jeder eine Chance bei dem verdient, was er am besten kann. Außerdem gibt es dort keine rückwärtsgewandten Stammesgesetze. Es ist der vernünftigste Ort für einen Neuanfang. Und ehrlich gesagt,
Je weiter ich von meinem Bruder, dem Dummkopf und dieser Tyrannin Risa weg bin, desto besser kann ich nachts schlafen. Dann nehme ich nicht an, dass du deinem Bruder verzeihen wirst? Nicht in 1000 Jahren. Ronans Pflicht war es, den Leuchtturm am Leuchten zu erhalten. Und nicht einmal das hat er geschafft. Das alles hätte nicht passieren müssen, verdammt. Verdammt. Ich habe genug von seiner Dummheit und Ungeschicktheit. Von mir aus kann er sich einer Hyäne in den Rachen werfen. Ich bin fertig mit ihm. Jetzt und für alle Zeiten. Nimmst du mich mit? Ich will auch von hier weg. Ich würde dich ja mitnehmen, aber du kannst nicht schwimmen. Und auf einem so kleinen Kahn wärst du nur eine Belastung. Tut mir leid, Gorn, aber daraus wird nichts. Wenn du es jedoch irgendwie auf eigene Faust nach Levant schaffen solltest, werde ich versuchen, nach dir Ausschau zu halten. Wenn du vorhast, den Weg nach Levant vollständig zu Fuß zurückzulegen, mach dich auf eine lange, lange Reise gefasst. Du musst die Halbinsel Richtung Südosten verlassen. Im Osten den gesamten Enmerkar-Wald durchqueren und dann schließlich im Süden durch die Abrasa-Wüste gehen. Was für fucking Namen. Wenn du den Mut hast, dich der Abrasa-Wüste zu stellen, werde ich auf dich warten. So schnell verliert man Freunde. So, was wir jetzt machen, ist sauberes Wasser sammeln. Dann können wir auch einmal trinken direkt. Wie sieht denn das aus? Ist das dann... Das ist dann direkt voll, okay. Genau, und da fällt mir nämlich auch ein, dass wir noch so eine Wasserschläuche 1-2 kaufen wollten. Ich glaube, 3 ist echt eine gute Zahl. Können wir auch gleich mal gucken, was er hier sonst noch anbietet. Suchst du nach was Bestimmten? Guck mal, für 6 Silber, das ist ja geschenkt, Alter. Könnten wir uns auch so Zelte holen. Ganz gut, ja. Wir haben echt Geld gemacht. Also echt wirklich gutes Geld gemacht. Okay, das sind Arbeiterstiefel wie die wir sowieso schon haben. Pelzstiefel sind halt übelst gut gegen Kälte. Aber mir kommt es nicht so vor, als ob das hier extrem kalt jetzt gerade bei uns ist. Gewürz, dickes Öl, brennbare Flüssigkeit. Kaufen wir mal. Salz. Einmal Salz. So. Zack. Für dieses Ceviche. Müssen wir bloß noch mal gucken, was wir dafür brauchen. Brauchen wir auf jeden Fall von dem Fischtypen. Der Fischtyp. Dieses Zeug. Ich gehe mal kurz in unsere Hütte. Alter, ich sehe einen Scheiß, ne? Wir brauchen unbedingt irgendwie eine bessere Laterne. Ich hoffe, es gibt eine. Aber ich denke mal schon, ne? Der Schattenwurf ist ja, der ist übel, Alter. So, was will ich hier? Ich will hier nach unten. An den Ofen. So, das Ceviche. Holy shit, warte mal, wir brauchen diesen fucking Seetang? Dreck. Regenbogenforelle. Okay, aber den Seetang bekommen wir, glaube ich, hier auch im Dorf. Zumindest denke ich, den gesehen zu haben. So, und solange wir jetzt hier im Dorf unterwegs sind, können wir eigentlich die Fackel mal in die Hand nehmen. Dann ist es nämlich gleich viel heller. Seht ihr genauso viel wie ich?
Man, ungefähr kann man ja erahnen. Ihr seht, und das ist ja das Lustige, ich frage ja immer, seht ihr genauso viel wie ich? Aber im Endeffekt weiß ich, obwohl YouTube die Videos nochmal ein bisschen dunkler macht, seht ihr tatsächlich mehr als ich. Weil ich der Idiot bin, der hier völlig unnötig mit einer Sonnenbrille rumsitzt. Komm, hier war doch auch irgendwo Seetang. Enttäusch mich jetzt nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Fisch sammeln. Seetang. Jetzt brauchen wir bloß so eine Regenbogenforelle. Ich laufe hier nochmal das Wasser ab. Vielleicht können wir hier nochmal... Oh, Lachs. Oder brauchten wir Lachs? Wir werden es gleich rausfinden. Das ist ja krass. Da war das Isans Bruder, so wie wir es uns schon gedacht haben. Ich meine, er kam ja auch komisch rüber, ne? Er hat sich ja schon verraten. Ich meine, auch wenn man ihnen natürlich, jetzt vorwirft, dass er schuld ist an dem Tod vieler Menschen, was ja auch stimmt, also ist ja nicht so, dass es aus der Luft gegriffen ist. Aber man muss ihnen meiner Meinung nach trotzdem zugute halten, dass er es wenigstens zugegeben hat, also sich seine Fehler einzugestehen, da gehört halt auch schon ein Haufen Mut zu. Das ist auch eine Sache, die man für sich persönlich, also jetzt auch im echten Leben, auch ich musste lernen, mir Fehler einzugestehen. Weil man ja immer so gerne davon ausgeht, dass man selber macht ja keine Fehler. Bin mal gespannt, wie oft das noch passieren wird. Ist halt Lampe an und aus, ist auf dem Steuerkreuz links und Rucksack abwerfen ist oben. Und wenn man so ein bisschen beim Ausmachen zu weit nach oben drückt, dann wirft er das automatisch ab. Kennt er ja wahrscheinlich. So, Regenbogenforelle, genau. So, und wir haben auch eine Anzeige. Wegen zu schnell fahren. Wir haben eine Anzeige, dass wir schlafen sollen. Das Gute ist, dass wir ja gerade zu Hause sind. Bauen wir uns noch eine Stulle rein. Und legen uns dann mal ein bisschen nebens Bett wahrscheinlich. Frage ist halt, wie lange muss man denn schlafen? Okay, anscheinend nicht so lange. Mich hat nämlich die Anzeige verwirrt, habt ihr ja vielleicht gesehen, umso länger wir geschlafen haben, umso mehr rot wurde, dass wir schlafen sollen. Schon ein bisschen strange. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass der Fischverkäufer auch hier mitten in der Nacht offen hat. Weil dann können wir gleich zu Hause das Rezept machen und dann pennen wir auch mal bis zum Tag, damit ihr auch ein bisschen was seht und vor allen Dingen, dass ich hier irgendwas sehe. Fand ich ja zum Beispiel bei so Games wie The Forest, muss ich sagen, finde ich super gut gemacht, dass du die Helligkeit vom Spiel kannst du einstellen, wie hell der Tag sein soll. Also, und die Nacht. Das hat zwei verschiedene Regler. Das fand ich halt ziemlich gut. Wir sind voll an dem Tag vorbeigelatscht. Und das würde ich mir tatsächlich einfach von mehreren Games wünschen. Ich habe keinen Plan, wie wir da hinkommen. Warte mal, hier nach unten. Genau, und dann war das hier irgendwo lang. Genau. So, dann zeig mal her, deine Regenbogenforelle. Sei gegrüßt, Freund.
Übrigens können wir hier den Fisch verkaufen. Seetang behalten wir noch kurz. So, einer. Nein. Zack. Genau, dann geht's jetzt nochmal kurz nach Hause. Dann stellen wir das her und dann geben wir das ab. Und dann haben wir auch schon wieder eine kleine Mini-Quest erfüllt. Und so peu à peu langsam annähert sich das Eichhörnchen. Warte mal, wenn wir gerade hier oben sind, können wir ja nochmal mit dem Händler bzw. mit dem Trainer sprechen. Amber, mein Freund. Amber, auch du. So, erhöht Schlagfestigkeit beim Blocken um 15. Ein ruhiger Arm. Kosten 50. Benötigt Schild. Stürme vorwärts und triff Gegner mit voller Wucht mit deinem Schild. Also ich kaufe das jetzt einfach mal. Macht für mich Sinn, dass wir besser blocken können. Bin mal gespannt, auf was wir uns lang. Ich weiß, was mein Hirn sagen wollte. Auf was wir uns auf lang oder kurz einstellen werden, also mit was wir rumlaufen werden. Da ist der Weg. Bin nämlich auch mal gespannt, wie hier so Zweihandwaffen sind, etc. Ob sich das gut spielt. Kommt halt darauf an, wie das Kampfsystem letztlich ausarten wird. Das ist ja quasi die Frage, die ich habe. So, jetzt aber. Tschewitsche. Drei Stück sogar. Nice. Haben wir auch noch was. So, und dann legen wir uns kurz oben hin und schlafen einfach mal bis Tagesanbruch. Gehen wir davon aus, dass man einfach am Hintergrundbild, also ist hier ungefähr, hier ist Tagesanbruch. Machen wir mal so. Nice, nice, nice. Ich freue mich schon echt darauf, nachdem wir jetzt hier so die Anfänge gemacht haben und erstmal uns um die Basics gekümmert haben, was halt auch zu so einem Spiel dazugehört, freue ich mich schon echt darauf, in die Welt rauszuziehen. So, ablegen. So, das. Zwei Schlafsäcke. Können wir vielleicht einen zerruppen? Können wir nicht. Okay. Gut. Können wir aber auf jeden Fall einen weglegen. Für schlechte Zeiten. Haderpilz, der ein wenig den Hunger stillt. Oft zu finden in feuchten Höhlen. Okay. So, dann gehen wir mal mit unserem Tschewitsche zu unserem Freund, dem Meisterkoch. Und ich bin mal gespannt, was der uns dafür geben wird. Bestimmt 110 Silber. Das wäre dann aber echt ein krasser Eintopf. Kann ich dir helfen? Lass uns reden. Hier. Ein Geschenk. Meeresfrikassee. Herzlichen Dank hier für deine Mühen. Kann ich dir helfen? Ja, lass uns reden. Merkwürdig. Aber komm wieder, wenn ich wieder Arbeit für dich habe. Woher soll ich denn wissen, wann du wieder Arbeit für mich hast, dass ich dann wiederkomme? Spaß. Ausgezeichnetes Ei- und Fischgericht mit heilenden Eigenschaften, das Gesundheit, Ausdauer und Mana wiederherstellt. Das ist cool. Okay. Das haben wir. In den Häusern hier war ja nichts. Die sind ja nur Kulisse. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu Rissa, hören uns an, was sie als nächstes für uns plant. Wahrscheinlich. Wir haben uns das überlegt. Du hast nochmal 2 Tage Zeit. So, weißt du? Aber ich denke mal, jetzt wird es einfach heißen, gehe irgendwo hin und mach da irgendwas.
Oder melde dich bei denen, helf den Leuten draußen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich hab extrem, absolut keine Idee, was hier schon wieder los ist. Da bist du ja. Ich habe eine dringende Nachricht erhalten. Ich muss gehen, sofort. Ich weiß nicht, wann ich zurückkehren werde. Warum bist du dann immer noch hier? Wieso? Was ist passiert? Das ist beunruhigend. In Berg gibt es Probleme. Eine offizielle Tagung des Rates wurde einberufen. Berg, sagt mir doch was, da haben wir doch einen Auftrag. Ich gehe nach Berg, der größten Siedlung im NMRK-Wald. Die Heimatstadt aller Stämme, Geburtsort des Kollektivs der Blauen Kammer. Wenn du kannst, würde ich dich gern dort treffen. Ich habe ein Angebot für dich. Ich werde den Rest deines Blutpreises zahlen und dich in die Blutlinie der Aberdeens aufnehmen. Ich will aber kein fucking Aberdeen sein. Außerdem gibt es keinen Rest meines Preises. Ich möchte dich nicht unter Druck setzen, aber ich habe ein Angebot für dich. Wenn du gelobst, für mich zu arbeiten, werde ich den Rest deines Blutpreises, das kennen wir ja, dein guter Ruf wäre wieder hergestellt und dir für immer eine große Last von den Schultern genommen. Mein Blutpreis beträgt noch immer mehrere tausend Silber. Wieso das alles? Ach, was wir beglichen haben, ist nur für die letzten 4 Monate und wir haben noch was vor uns? Holy shit. Das ist kompliziert. Oliel sagt sich von ihrer Familie los und ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Jemanden, von dem ich denke, dass er der Familie nahesteht. Und ich möchte sicher gehen, dass du so einem Mob nie wieder gegenüberstehen musst. Die kommt mir jetzt so vor, als ob sie versucht, auf nett zu machen, aber die haben ja alle eine richtig schlechte Meinung von ihr. Und das wird ja einen Grund haben. Das Kollektiv der Blauen Kammer wird bald als Familie zusammenkommen. Okay. Denk immer daran, wofür das Kollektiv der Blauen Kammer steht. Nur indem wir unsere Lasten als Familie teilen, können wir in Aural überleben. Wir alle sind miteinander verbunden, unabhängig unserer Herkunft oder des Weges, den wir eingeschlagen haben. Na dann. Na dann? Die Bedeutung des Einzelnen verblasst, verglichen mit der der Familie und des Stammes. Jeder von uns verzichtet auf etwas, um sicherzustellen, dass jeder alles hat, was er zum Überleben braucht. Deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, Gorn. Ich werde dich nicht zwingen, aber mein Angebot gilt. Arbeite mit mir zusammen und ich werde dich in die Familie Aberdeen aufnehmen und deinen Blutpreis zahlen. Als ob ich eine Wahl hätte. Du nimmst dein Leben selbst in die Hand. Ich kann dich schließlich nicht am Schlawittchen hinter mir herziehen, oder? Du bist erwachsen und nimmst dein Leben selbst in die Hand. Ich kann dich dabei nur anleiten und hoffen, dich zu jemandem zu formen, der die Bedürfnisse der Blauen Kammer im Gedächtnis trägt. Du musst Reiseproviant vorbereiten. Okay. Wenn du ohne ausreichenden Proviant auf die Reise gehst, verhungerst du, bevor du dein Ziel erreichst. Eben sagst du noch, ich bin erwachsen und jetzt erzählst du mir, wenn du nichts isst, verhungerst du. Sorry, Alter. Na dann. Na dann, hier. Ich kann ein wenig Reiseproviant erübrigen. Mehr findest du in den Läden von Cierzo. Oder du kannst deinen eigenen mit etwas Salz und den meisten Arten von Lebensmitteln herstellen. Hier ist, was du wissen musst. Ich hoffe, wir sehen uns in Berg, wie es ja heißt, Gorn. Wenn du dich unter den Schutz des Kollektivs der Blauen Kammer stellen willst, triff mich dort. Nimm den Weg Richtung Südosten der Halbinsel. Leute, Alter. Wie ich es mir gedacht habe, jetzt heißt es einfach, yo, geh irgendwo hin. Shit. Wir haben auch so viel Zeug, wir haben noch Holz. Kann ich Holz nicht verkaufen, Alter? Warte mal, wir können ja aus Holz einen Knüppel herstellen. Und dann können wir doch bestimmt den Knüppel verkaufen. Mit der Alten wollte ich auch nochmal quatschen. Vielleicht nimmt sie ja die Pilze. Womöglich habe ich etwas für dich. Hör mal. An Kuriositäten bin ich immer interessiert. Was hast du denn für mich? Bis dann. Okay, sie interessiert sich nicht für irgendwas, was wir bei uns haben. Na gut, halb so wild, half so wild. Wie man im Englischen sagt, half so wild.
Suchst du nach was Bestimmten? Ich möchte dir einen Knüppel verkaufen. Hier, Seetang. Viel Spaß damit. Er verkauft halt Salz, ne? Goldbarren, wertvoller Metallbarren, um große Werte leicht transportieren zu können. Wieso große Werte? Moment. Geld wiegt was? 100 Münzen haben ein Gesamtgewicht von 1. Oh, das ist ja... Okay. Das ist ja interessant, auf jeden Fall. So. Wollte auch nochmal mit ihm hier quatschen. Brauchst du etwas? Ich möchte bei dir etwas lernen. Wenn du dich für eine Abwehrtechnik mit einem zweihändigen Schwert interessierst, zeige ich dir einen Knaufkonter. Dabei verwirrst du deinen Gegner. Die Lektion kostet dich 50 Silber. Ja. Brauchst du etwas? Lass uns reden. Was liegt an, Wächter? Ich erwarte die Rückkehr von ein paar Kundschaftern. Damit es in Zierzo sicher bleibt, müssen wir wissen, was in den umliegenden Regionen so los ist. Meine Krieger und ich sind die letzte Verteidigungslinie von Zierzo. Wir entscheiden, wer in die Stadt hineinkommt und wer nicht. Wir tragen die schwerste Verantwortung in diesen Stamm. Brauchst du etwas? Hier ist, was ich weiß. Im Norden haben es ein paar Hyänenrudel auf unser Jagdgebiet abgesehen. Außerdem gibt es in der Gegend auch ein paar unangenehme Troglodyten. Ich vermute, sie rangeln sich um Territorium und Beute. Ich frage mich... Halte dich insbesondere aus dem Nordosten fern. Am Geisterpass soll es ein Plagenbiest und einen Panzerschrecken geben. What? Vermutlich ist es nur Gerücht. Aber sicher ist sicher, sage ich. Das macht mir Sorgen. Vergiss die zwei anderen Stämme nicht, die uns gegenüber offen feindlich sind. Den Montclair Stamm im Norden und die Kassiten-Piraten in der Küste. Ah. Scheiße, Alter. Dann sind da noch ein paar Banditenbanden, die sich mit vereinten Kräften in der Festung Vendavel an der Südküste zusammenrotten. Halte dich lieber von ihnen fern. Wenn sie dich erwischen, machen sie dich zu ihrem Sklaven. Okay. Ist interessant, aber ich würde trotzdem sagen, wir sind ja jetzt auf dieser Halbinsel erstmal unterwegs. Schwierig jetzt, wo wir jetzt am besten hingehen. Aber ich kann mich noch vage erinnern. Wäre doch... Helens Pilz wäre doch eine Ansage. Berg. Kristallpulver. Da brauchen wir die Alchemieausrüstung. Besorge ein Pilzschild aus den Tiefen der Blasenhauthöhle nordöstlich von Zizo. Uralte Ruinen. Um des Klüngels der Wüste. Ne, der Winde. Okay, aber sie hat gesagt links. Auf jeden Fall sollen wir uns links halten. So viel weiß ich noch. Ich würde sagen, wir gehen einfach los. Leute. Unser erstes richtiges Abenteuer. Das Miese ist, wenn wir halt sterben, verlieren wir vieles. Nicht alles, aber vieles. Wo ist mein Schild? So. Und es ist halt in dem Spiel so, oh, Salzkristall. Es ist in dem Spiel so, dass dann ein random Event stattfindet. Das heißt, es ist nicht unbedingt, dass wenn du tot bist, tot
ja. Sondern ist es eher so, dass dann immer irgendwas passiert und du halt ja irgendwo aufwachst. Also wenn du von Banditen angegriffen und niedergeschlagen wirst und stirbst, kann es halt sein, dass du von den Banditen gefangen genommen wirst und dann wachst du in deren Lager auf und hast halt nichts und musst dich da rausschleichen. Deinen Rucksack wiederfinden, hoffen, dass dein Zeug noch da ist. Ja, kann auch sein, dass wenn du an deinen Rucksack ankommst, dass da gerade Banditen sind, die deinen Rucksack plündern, etc. Also da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Na, Leute, wenn ihr auch gespannt seid, dann schaut auf jeden Fall in die nächste Folge von Outward rein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Wenn ja, zeig's mir gern. Es ist so einfach. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.